Ja, herzlich willkommen, ihr Lieben. Ich darf heute der Host sein für die Margarete Galovic, die von Stefan Meyer interviewt wird. Ihr seid richtig, wenn ihr bei Bewusstsein einfach und leicht dabei sein wollt. Und wer nicht gesehen werden will auf der Kamera oder im Video, dann bitte schaltet eure Kamera aus. Und oder wer auch, wenn ihr Fragen stellen wollt und ihr wollt die nicht, dass man die hört, dann bitte lieber in den Chat schreiben. So, ich habe alle einmal stumm geschalten. Ihr könnt euch dann, wenn ihr dann danach, nach dem Interview Fragen habt, könnt ihr euch gerne selber wieder laut stellen. Das ist links unten mit dem kleinen Mikrofon. Ich glaube, die meisten von euch kennen das. Ich freue mich, dass ihr alle da seid und ich freue mich auch sehr über die Interviewpartner Margarete und Stefan. Los geht's. Danke, Christa. Ja, es freut mich, dass ich dich heute interviewen darf, Margarete. Und du Ja. hast ein sehr spannendes Thema mitgebracht, nämlich welche Power vermeidest du zu sein, möchtest du heute reden. Aber bevor wir darauf eingehen, würde ich dich zuerst gern was anderes fragen. Ja, erst einmal herzlichen Dank für überhaupt die komplette Organisation, weil es macht sondern nicht nur wir drei jetzt da zum Interviewen, sondern es ist eine ganze Serie, die, glaube ich, bis nächstes Jahr im Oktober geht. Also, und auch die WhatsApp, die Facebook-Gruppe dazu, woher herzlich natürlich eingeladen seid, dabei zu sein. Und danke für die Einleitung und danke, Stefan, vor allem, dass du dich bereit gestellt. Ich finde das Wort nicht. Das Englische hätte ich. Okay, jetzt darf ich trotzdem die Frage fertigstellen. Für alle, die dich nicht kennen, Margarete, was wahrscheinlich nicht so viele sein werden, aber wer bist du genau? Wer ist die Margarete? Oh, immer wer anders. Spaß beiseite. Ich habe gerade vorher gesagt, wir machen jetzt unsere Business Faces, die man geblödelt. Naja, ich bin, was wirklich stimmt, immer wieder wer anders. Und also bin 54 Jahre, sagt mein Geburtsschein, aber in Wahrheit nicht. Irgendwo bin ich, glaube ich, bei 18 Stempeln mit Blödheiten. Und habe eine lustige, also bevor ich mit Access begonnen habe, es war im Jahr 2013, ja, 2013 habe ich schon sicher 20 Jahre davor Ausbildungen gemacht in Lebens- und Sozialberatung und das Studium für komplementäre psychosoziale integrative Gesundheitswissenschaften, Klangschalenmasseur, Familienaufstellung, bioenergetischer Berater, NLP Master. Also, ihr könnt wahrscheinlich ein Zimmer tapezieren mit all den Diplomen, die damals noch total wichtig waren. Wenn ich kein Diplom gekriegt habe, oh mein Gott, ich wäre nicht bei der Tür rausgegangen. so Kind ist auch Eine noch. Suchende. Ah ja, und nach jedem einzelnen, in jeder einzelnen Ausbildung, die ja manchmal doch 2, 3 Jahre gedauert haben, bin ich dann gesessen und und jetzt? Jetzt ist mir fad, ne? Und dann habe ich auch zwei gesunde Kinder, Gott sei Dank, und lustige und wohne in einem wunderschönen Haus, habe mein ganzes Leben lang noch nie einen Groschen Miete gezahlt. Es ist mir erst mit Exes aufgefallen, dass ich da dankbar sein muss oder darf, was ich mir da kreiert habe und dass ich es mir kreiert habe. Und im Jahr 2013 habe ich dann im Juli meinen. Ich habe dann gesagt, so, und jetzt ist Schluss mit Kursen, jetzt mache ich keine Ausbildungen mehr. Jetzt muss das alles Geld bringen. Und hat Tschaha. es gebracht? Bitte? Hat es 2013 schon Geld gebracht oder hat es dann doch noch was gebraucht? Da hat es noch einiges gebraucht an Geld, ja. Und habe im Juli meinen ersten Basiskurs gemacht, 2013. Im August an einem Sonntag meinen zweiten Basiskurs, am Montag meinen dritten, weil beim ersten Basiskurs war mir sowieso klar, also Basfazilität, was auch immer das ist, das mache ich. Und dann Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag Foundation, den ich eigentlich nicht besuchen hätte können, weil der verschoben wurde auf unter der Woche und ich so gesagt habe, ich habe in der Hohl in Graz gearbeitet als Sicherheitsfachkraft. Dort habe ich begonnen als Datentypistin. Ne? Dann 10 Jahre Buchhaltung, also wer mich kennt und schon mal wie
dann live gesehen hat oder auch nicht live gesehen hat. Weißt du, das waren meine schlimmsten Jahre im ganzen Leben. Die 10 Jahre, die waren so. Und dort habe ich auch angefangen, dann wirklich die Ausbildungen zu machen. Weil das funktioniert für mich wirklich nicht. Also dort sterbe ich lebendig. Und dann war ich eben Sicherheitsfachkraft und war unkündbar. Also ich habe mir alles erschaffen, damit ich dort sicher nicht rauskomme. Außer mit einer Wahl. Niemand anders hätte mich rausgebracht. Ja. Naja. Und ich meine, du hast uns zwar erzählt, dass du Access dann gestartet hast, aber wenn ich mich recht erinnere, so ganz leicht war es ja nicht, dass du überhaupt dorthin gehen wolltest, oder? Hast du mir mal erzählt. Du wolltest jetzt erst gar nicht. Ah ja, genau. Ja, ich wollte eben keine Ausbildungen mehr machen. Ne? Und dann kommt eine Freundin von mir und sagt, ich habe da was Neues gelernt, Access Bars. Und ich sage, ach, wieso hast du mich nicht gefragt, ob ich mitgehe? Und sie sagt, du hast doch gesagt, du machst keine Ausbildungen mehr. Na, zeig mir das einmal. Und sie ist gekommen und hat auf meinem Kopf herumgefummelt, also wirklich irgendwie mit dem Heftel hat es nebenbei immer geblättert. Und ich sage, also, bitte geh weg. Also das macht mich nervös. Ich lerne das selbst. Und das war der Beginn der Access-Karriere, würde ich jetzt sogar sagen. Und ich war dann gleich nach dem Foundation, das war auch eine lustige Geschichte, im Foundation sagt dann der Facilitator, ihr nächstes Wochenende wäre den hier in Venedig mit Choice of Possibility, damals noch Level 2 und 3. Und angeblich, also und dann sitzt man eine Woche später bis auf eine einzige alle in Venedig. Und ich so, ja, das haben wir geil gemacht, oder? Und die schauen mir an und sagen, Margarete, wir sitzen alle wegen dir da. Und ich so, hä? Ich? Wegen dem Dänen sind wir da. Und die so, nein, wir wollten in Wien einen Pop machen. Und ich so, was ist ein Pop? Ich meine, so ein Blödsinn. Und dann sagt die, eine Party of Possibilities. Da sitzt man im Wohnzimmer und das haben wir dir in Wien alles erzählt. Und du hast in Wien gesagt, na wirklich nicht. Die paar Stunden fahren wir nach Venedig. Und ich habe gesagt, naja, seht ihr, sind wir ja da. Ne? Und ich habe es nicht einmal gehört. Also das war außerhalb von meinem Rahmen. Da muss ich hin. Ja. Und habe den ganzen Kurs mitgenommen. Es waren 5 Leute. Margarete, ich darf dir schon sagen, hier haben im Chat schon eine erste Nachricht. Liebe Margarete, gib bitte von mir ein riesiges Danke an deine damalige Freundin weiter. Ah, danke, Conny. Ja, ja, die macht übrigens nichts mehr mit Access. Was ja. Ja, Margarete, seit 2013 sind ja doch ein paar Jahre vergangen und du hast ja doch schon einige Jahre Access Certified Facilitator da, also hinter dir. Was hast du in der Zwischenzeit so alles erlebt? Magst du ein bisschen was erzählen, was du so alles gemacht hast und machst? Also ich mache also natürlich Baskurse, die überlasse ich aber natürlich liebend gern an den Bas-Facilitatoren. Ich gebe sie eher selten. Dann mache ich natürlich eben Foundation, dann gebe ich Conscious Source, Conscious Wider Kurse, Facelift Kurse, Körperkurse, also die einzelnen und bin jetzt dann doch wieder darauf hin, dass ich den 3-Tage Körperfacilitator doch fertig machen werde. Da ist mir ja der und Talk to the Entity Kurse und weil das meint, ist mir der Conscious Source, Conscious Wider Kurs irgendwie hineingesprungen. Das war der letzte Kurs, den ich besucht habe. Der okay. Allerletzte. Der war so unter ferner Liefen. War das wieder so eine Geschichte, wo du sagst, ich will eigentlich nichts mehr lernen? Schon gar nichts mit Pferden, weil ich hatte ein Pferd vor 20 Jahren oder noch länger und habe dort beschlossen, dass ich mit Pferden nichts, absolut nichts kann. Für alle, die nicht wissen, was Conscious Horse, Conscious Rider ist, kannst du uns kurz erklären, worum es da geht? Bei Conscious Horse, Conscious Rider geht es darum, dass du mehr von dir, also das Pferd spiegelt dich. Das ist jetzt nicht Spiegelgesetzmethode mit dem Quatsch. Wenn die Kurs mit Pferden. Ja, wenn die Glühbirne kaputt ist beim Auto, dann hast du was beim linken Zeh oder so, wenn man das nicht so okay ist. Das Pferd zeigt dir einfach, wenn, was haben wir? Ich habe auch schon Foundations gemacht mit Pferden. Zum Beispiel, wenn jemand
eine Frage gestellt bekommt und der lügt sich dann selbst an, dann stehen die Pferde wirklich so daneben, so oder halt irgendwas, wo dann schon alle sagen, okay, ja, das stimmt dann doch nicht. Oder auch wenn ein Pferd einmal gesprungen mit der Gerhild, da weiß ich, darf ihren Namen nennen, weil die Geschichte hat sie selbst schon ein paar Mal erzählt. Und dann hat sie gesagt, Wahnsinn, hat sie gesagt, wie wenig traue ich mich zu wehren oder zu buckeln im Leben. Das sind so, wo dir Pferde einfach zeigen, wie du gerade tickst und wie du das verändern kannst. Und wir haben da drinnen auch viele, viele Körperprozesse, die wir an den Tieren und dann nachher natürlich auch an den Menschen und an anderen Tieren anwenden dürfen, die wir da auch mit den Pferden machen. Und das ist speziell. Wir glauben dann immer, wir geben die Hände, aber das Pferd war da einmal dabei und das Pferd ist weitergegangen, ne, und man schaut sofort, ah, jetzt muss ich mitgehen. Und dann sagt, bleib mal stehen. Und dann hat sie die Hände nur wieder runtergegeben und das Pferd war, dort wollte sie die Hände haben. Das war so schön zu sehen. Und wir glauben dann sofort, ah, da müssen wir jetzt mit. Anstatt einfach zu schauen, hey, was möchtest du denn, mein liebes Pferdchen? Und da wollen halt auch dauernd Pferde zu mir. Das ist jetzt das, wo ich jetzt echt gesagt habe, nichts. Ich habe jetzt eins, beziehungsweise das gehört im Prinzip meiner Tochter und mir. Und es reicht momentan. Und es sind wirklich auch die Kurse, und ich hab danach gefragt, wie könnte ich denn mehr Kurse so im Grünen geben? Das war wirklich spannend. Nicht nur in Städten. Und dann war eben mein Entitätenteam, also Stefan und ich, wir sind ja Entitätenfacilitator. Da habe ich einen Kurs ausgeschrieben gehabt in Belgien, einen Talk to the Entity Kurs. Und es hat sich niemand angemeldet. Ich dachte, scheiße. Ich möchte so gern hin. Erstens hätte ich so gerne Celine Keber, wer sie nicht kennt, die ist ein Wahnsinner, mit der kann man ja Pferde stellen und dann Spaß haben. Und dann soll ich trotzdem hinfliegen, einfach nur zum Spaß. Oder? Und dann war in Kärnten, also nur 1,5 Stunden von mir weg, ein Conscious Horse, Conscious Rider Kurs. Und dann habe ich meine Tochter gefragt, soll man da hinfahren? Naja, das war eine Frage, die ist 12 und seit 11,5 Jahren ungefähr schreit sie, sie möchte gern ein Pferd, das wir dann letztes Jahr endlich gekauft haben, ist fast genau ein Jahr. Und dann waren wir dort und ich bin hinter ihr versteckt und habe gesagt, ja, mach du das, ich bin jetzt wegen dir bei dem Kurs. Und sie hat mir angeschaut und gesagt, kannst du aufhören, so blöd zum Tun? Und ich sage, ja, ich habe Angst vor Pferden und so. Und sie hat gesagt, Mama, bitte, das ist echt so blöd. Ja, und das war dann der einzige Kurs, wo natürlich bin ich dann, nachdem ich keine Frage gestellt habe, sondern gesagt habe, Angst ist ja nicht real, aber dann habe ich halt Respekt. Ich habe immer irgendwie, habe ich das schon geschafft, dass ich es umschreibe, dass ich es nicht machen möchte. Und dann fragt mir der Facilitator damals, naja, ist das überhaupt deins? Ne, war keine einzige Frage da drin. Und ich sage, nein, das ist meine Mama. Und so bin ich dann doch einen Monat später mit Hilfe von der Heide Rose Scherer, die mit mir gesessen ist und wie mit einem Jobberl mit mir zusammen den Flug gebucht hat, am Abend, online. Und ich habe mich noch nie so blöd beim Flug angestellt. Das gibt es ja nicht. Und sie sagt, bleib jetzt sitzen, du fliegst da mit. Du gehst mir jetzt nicht vom Bildschirm. Aber wir haben echt 1,5 Stunden gebraucht, bis wir diesen Flug gebucht haben. So, musst du vielleicht dazu sagen? Bitte? Wo ihr hingeflogen seid, solltest du dazu sagen? Eher nach Houston. Also es war schon ein bisschen mit zu schauen, wie man da fliegen. Bitte? Das war in Houston. Also, danke. Der Conscious Horse, Conscious Rider Facilitator, der letzte Kurs, den Gary mit Susi Gotze gegeben hat. Und das war natürlich wieder eine Schlussfolgerung. Da möchte ich hin, weil das ist der letzte, den der Gary gibt. Nicht vielleicht, dass ich so einen Kurs geben hätte wollen. Nein, nur wegen dem Gary. Ne? Und es war mega. Wirklich auf seiner oder Dens und seiner Range, statt den, der dann neben dir sitzt, als Teilnehmer, das allein ist schon cool.
Und am Abend haben wir Barbecue gehabt und mit Gary hat er Vorführungen und Brandon war da auf den Pferden gemacht. Und ja, also dann dort haben wir, es waren nur 30 Leute, das ist ein Landesschuss. Ich habe noch nie einen Kurs mit Gary gehabt, wo nur 30 Leute waren. Und dann während dem Kurs habe ich gedacht, eigentlich, was muss ich denn noch machen, damit ich das auch facilitieren darf? Und es hat mir nur gefehlt, noch ein Conscious Voice, Conscious Wider Kurs und ein Esse Extravaganza, Esse is Energetics and This is a Structural Embodiment, den Susi und Andrew geben mit Pferden. Und ich glaube, noch ein paar Leute, aber ohne Pferde halt. Dann bin ich wieder nach Houston geflogen, weil das war der nächste, weil dann der übernächste wäre erst dieses Jahr im Herbst irgendwo gewesen. Und dann habe ich schon geschafft, selbst den Flug zu buchen. Und ja, und so ist es dann entstanden, dass ich gesagt habe, okay, cool. Und jetzt sind so viele Kurse, die auch im Grünen und im Freien stattfinden, was mir einfach. Und seither bist du ja hauptsächlich oder sehr viel, nicht hauptsächlich, aber sehr viel mit den Pferden unterwegs, würde ich das sagen. Ja, also ich habe seit Mai, da habe ich meine Lizenz gekriegt, dann glaube ich 11 oder 12 Conscious Voice, Conscious Wider Kurse geben. Nächstes Wochenende ist dann der letzte für dieses Jahr. Der 13. ja dann. Lustig. Auf Mallorca. Und das bringt mich jetzt aber zu einer ganz spannenden Frage, weil du hast diesen Call genannt. Welche Power vermeidest du zu sein? War das eine Power, die du vermieden hast zu sein, das mit den Pferden? Ja, auf alle Fälle. Weil allein was unser Pferd uns manchmal zeigt, die mit meiner Tochter und mir gemeinsam, wo wir echt gar nicht darauf hin, beide nicht hingeschaut hätten, wenn wir nicht das Pferd hätten. Und wo ich an dieser Stelle wirklich sagen muss, dass ich meiner Tochter da wirklich sehr dankbar bin, weil ohne die vielen Arschtritte von ihr hätte ich das mit Pferden auch nicht gemacht. Also das ist wirklich was man vermeidet, was dann so viel Spaß macht. Und das ist wie jeder Kurs, den man facilitiert. Ich soll sagen, der erste Foundation, wenn ich den vergleiche, wie er heute ist, ist es auch anders. Ne? Erster Basskurs, den ihr facilitiert habt, wer Facilitator ist, wird wahrscheinlich auch anders gewesen sein, wie der 10. Und man kann auch am 10. noch immer Scheiße reden. Das kann auch passieren. Ja, das war definitiv eine Power, die vermieden hat. Und das mit dem Gary hatte ja diese Shingles, also diese Gürtelrose. Und ich war, als ich eben in der Buchhaltung war, damals gedacht habe, dass ich mit dem Vater meines Sohnes nochmal eine Beziehung, das wird wieder, konnte ich kaum 500 Meter hin und zurück gehen am Stück. Das war vor Access jetzt. Was das war lang vor Access. Ja, nur damals habe ich schon nicht abgekauft, was die Ärzte gesagt haben, weil die wollten Wirbelsäule versteifen und ich bin immer gesagt, bye bye, ich komme einfach nicht mehr. Okay, also die wollten die Wirbelsäule versteifen, weil du nicht mehr gehen konntest. Ja, und Hüfte überdachen und was weiß ich nicht. Also das war echt alles mit ich habe damals schon, also nicht Körperprozesse, aber schon auch immer was mit Körper gemacht, ne, wo verschiedenste Dinge. Und als ich dann aufgegeben hatte, Bilanzbuchhalter werden zu wollen und das mit meinem damals, also dem Papa von meinem Sohn, gesagt habe, ach, das wird nichts mehr, da schau her, konnte ich plötzlich, in Graz gibt es den Hausberg, der heißt Schöckl und da gibt es so eine Lifttrasse. Da bin ich 2-3 Mal die Woche die Lifttrasse raufgelaufen. Also die Körper zeigen uns sehr viel, welche Kraft wir vermeiden und welche Power da drunter liegt, wenn wir endlich aufhören, uns selber anzulügen. Und wenn ich dich jetzt ein bisschen allgemeiner fragen darf, ja, welche Power ist es denn so, was die Leute, die du so triffst, im Allgemeinen vermeiden? Gibt es da irgendwas, was so häufiger vorkommt oder wie siehst du das? Was tut sich da? Ja, wenn man hinschaut, dass die meisten schauen halt, wie sie in die Realität doch noch irgendwie passen. Also wirklich nur immer schauen, wie könnte denn da noch ein bisschen dazu passen? Auch wenn man schon mehr gemacht hat, was ich alle, die ich jetzt hier so sehe, jetzt alle schon was gemacht, was nicht der Norm entspricht. Und dann schaut man dann halt doch nochmal.
auch wir als Facilitator manchmal, ne? Dass wir draufkommen, was habe ich da jetzt, war nicht die beste Wahl, was können wir da jetzt draus machen? Möchtest du damit sagen, dass wir nicht den heiligen Schein der besonderen Weisheit tragen? Naja, wir drei schon und die Sonja. Also die hier sind natürlich nur. Gott sei Dank dürfen wir das von uns behaupten, dass wir auch noch Blödsinn machen. Ne? Ja, Gott sei Dank, das stimmt. Gott sei Dank. Also wir sind nicht genauso wie die Wesenheiten. Vielleicht, wenn man das dazu sagen kann, wenn ihr noch nie in Wesenheitenkurs wart, der übrigens mit Entitäten wird im Conscious Source, Conscious Weiter Kurs auch immer wieder viel gearbeitet. Shannon hat das jetzt erst einmal gesagt. Also wer nie einen Dr. die Entity Kurs besucht hat und dann Conscious Source, Conscious Weiter Facilitator sein möchte, wird sich etwas schwer tun. Kann ich bestätigen. So, wo war ich denn gerade? Du warst bei der Power, ob es da eine Power gibt, die meisten Leute vermeiden wollen. Und du hast gemeint, in die Realität wollen viele noch hineinpassen. Genau, und da wollen dann viele, ne, in die Bewertungen. Und dann hat man noch so eine Agenda vielleicht. Oder es gibt nur die Familie. Ich lese ja jetzt dann am Freitag das Susanne ihr neuestes Buch. Ne, die Märchenfamilie. Und die Vergangenheit ist genau das da. Ich habe es auch da oben. Das ist genial. Und die Vergangenheit ist vergangen. Die Vergangenheit ist weg. Und wenn wir dann noch immer dran schauen, also wenn ihr wirklich hinschaut und sagt, was sind die tollsten Dinge, die ich in meinem Leben gemacht habe. Und dann schaut einmal, welche Energie ihr da gewesen seid und welche Power. Wenn sie wirklich was Gravierendes, wenn ihr eine Wahl getroffen habt, die wirklich im Leben was verändert hat, so wie ich eben damals einfach gewählt habe, bei der Holding Graz aufzuhören und alle, die es irgendwie mitbekommen haben, haben gesagt, bist du wahnsinnig? Und ich sage es immer dazu, das ist nicht was ich empfehle. Dass ihr sofort einen Bas-Facilitator oder einen CF macht und alles hinschmeißt. Sondern das war schon davor, mal ein bisschen bekannt werden und ein paar Kurse facilitiert zu haben. Aber dann ist es trotzdem irgendwann der Sprung gewesen, die Wahl war natürlich nicht so. Ja, magst du uns vielleicht, das ist ein Thema, das weiß ich, das haben ganz viele Leute, die mit Access anfangen, haben ja genau dieses Thema, dass sie gerne mit Access mehr machen wollen. Und du sagst, die Wahl war nicht ganz so. Magst du uns da vielleicht noch etwas erzählen dazu, wie es dir gegangen ist damit? Ja, also ich bin wirklich in der Früh aufgestanden, jedes Mal, und habe wirklich Monate, wenn nicht Jahre, ich glaube zwei Jahre, über zweieinhalb Jahre war ich, da habe ich damals Access gemacht. Und habe wirklich gefragt, ist es leicht hinzugehen? Du meinst in deinen alten Job oder? In den Job in der Früh. Okay. Ich habe halt immer gehofft, ne, es ist schwer hinzugehen und ich rufe einen Arzt an und sage, ich bin krank. Aber ich bin auch wirklich hingegangen, wenn es leicht war hinzugehen. Und habe dann wirklich geschaut, ne, wo der erste Tag war, wo ich nicht mehr hin habe müssen, wo so irgendwie alles. Und das war ab vor meinem ersten Foundation, als der eben verschoben wurde auf unter der Woche. Dort hat der Facilitator gefragt, ja Margarete, und ich habe dort einen Baskurs gehabt. Und er hat gesagt, ich kann nicht kommen, ich kriege keinen Urlaub. Und die hat gesagt, Margarete, wie wird dein Leben in 5 Jahren sein, und das ist jetzt 2 Jahre her, wenn du zu diesem Foundation kommst. Und wie wird dein Leben in 5 Jahren sein, wenn du zu diesem Foundation nicht kommst? Und es war Energie von weit, hell, leicht. Und es waren nicht nur 7 Happy, Peppy, Easy, Wonne, Sonnenscheinjahre. Sondern natürlich hat es in diesen 7 Jahren auch Dinge gegeben, die, in denen man mehr Leichtigkeit hineinbringen musste. Mhm. Ja, und so das wirklich, ich wirklich gefragt, wann es soweit war. Und ich habe auch dort, bin ich dann einmal in Krankenstand gegangen und habe einmal geschaut, habe zu meiner Ärztin gesagt, ich bin da gerade an einer Veränderung und kann ich bitte einmal ein paar Wochen Krankenstand haben. Ich bin psychisch krank, habe ich gesagt. Und die gesagt, naja, sie versteht es nicht, das ist nicht so ein
Entscheidung natürlich, hat sie gesagt, die selber das Bein gebrochen werden soll. Und dann habe ich einfach einmal wirklich ein paar Wochen absolut nichts getan, außer einmal ich selbst zu sein. Was wir ja immer sind. Wir sind ja immer wir selbst. Und dann war also die Frage, naja, was kreiert mehr für die Welt, wenn ich in dieser Holding hinterm Schreibtisch sitzen bleibe und 8 Stunden Sicherheitsfachkraft bin, mhm, oder wenn ich Kurse gebe, oder wenn ich rausgehe in die Welt. Naja, dann war das wieder leicht. Das war schon spannend auch mit mir selbst. Ja, rausgehen war leicht, oder was? War noch immer leicht, das zu wählen. Ja? Okay. Und ja, wenn heute jemand so gehen möchte wie du, was würdest du ihm oder ihr für Tipps mitgeben? Die Leute auch so an diesem Schritt sind, was überlegen, ob sie als Bars-Facilitator oder als Facelift-Facilitator oder was auch immer vielleicht durchstarten wollen. Was würdest du den Leuten da für Tipps mitgeben? Ich würde dann auf alle Fälle den Tipp mitgeben, immer wieder diese Fragen zu stellen, ob es leicht ist oder nicht. Und vor allem, was kann ich? Ich würde auch nie, also nur Bars-Facilitator wirklich jetzt, würde ich es nicht machen. Also es wäre, vielleicht ist es eine interessante Ansicht von mir, aber ich würde es nicht machen. Du meinst jetzt damit, du würdest nicht alles andere hinschmeißen? Ich würde nicht alles andere hinschmeißen, nein. Mhm. Und so, ich würde immer wieder fragen, was kann ich meinem Leben hinzufügen? Das habe ich auch immer gefragt. Mhm. Welche neuen Einkommensströme kann ich noch hinzufügen? Mhm. Energie ziehen, das Tool, das wir ja im Foundation schon haben und wo ja einige von uns Energy Pools, ich gibt, mache sie einmal im Monat, so 21 Tage und ich glaube, viele CFs machen das. Wirklich zu spielen damit, mit den Energien, die man sich ins Leben ziehen darf. So wie zum Beispiel, dass ich jetzt auch viele, viele Access-Kurse übersetze. Das ist eigentlich ganz eine nette Einkommensquelle, mit der ich nie, also an die hätte ich nie gedacht da. Mhm. Und das ist auch wirklich so. Dieses Übersetzen, da wird man auch befragt vorher, da muss man Probeübersetzungen machen. Und dann haben alle gesagt, ja, hast du noch Zeit zum Übersetzen? Ich sage, ja, ihr seid ja echt lustig. Ich sitze in der Nacht um 11 Uhr eine Stunde vor dem Computer, was weiß nicht, 2-3 Mal in der Woche. Und was ist denn da so? Ist irgendwo was schwierig dran? Und Gary und Dane und auch Simone, also die Simone habe ich jetzt das ganze letzte Jahr mit Getting Out of the Joyful übersetzt, Gary und Dane immer wieder jetzt. Dann die Simone Miller-Sass mit Business Done Different in Hamburg nächsten Jänner und im Jänner und mit Relationship Done Different, also Beziehung anders gemacht in Wien. Und es ist einfach so ein Ding, wenn du übersetzt, du kannst, da geht Denken nicht mehr. Ich bin schon lustig, ich probiere es einfach zwischendurch, ob Denken geht oder ob ich irgendwas nebenbei schreiben kann. Gell? Das ist wirklich so. Wenn ihr die neuen Trainees kennt, also die neuen Transen, diese Transliteration. Gary sagt da oft, Wahnsinn, wie seid denn ihr da in diesen Boxen, wenn wir live übersetzen, sitzen wir so in Boxen drinnen. Und dass ihr da den Satz, und wer den kennt, das ist wirklich kein Langsamredner, dass man da dann denkt, mit den Themen manchmal ist schon natürlich was, wo ich dann sage, ja, alles, was der Dane jetzt gesagt hat, das kann schon mal vorkommen. Und du bist wirklich fertig, wenn Dane fertig ist mit dem Satz, ich bin selbst dann so gesessen, wow. Aber weiß ich das? Das ist auch eine Power, die ich vermieden habe zu sein. Ich habe früher Vladica Zorcevic immer simultan übersetzt. Und dann habe ich einfach einmal gefragt und habe gedacht, bin ich jetzt komplett verrückt? Jetzt habe ich echt die Francesca gefragt, ob ich den Brandon übersetzen darf ich glaube, das war voriges Jahr in Zagreb oder irgendwo in Jugoslawien, Ex-Jugoslawien. Und am Vorabend fragt mir die Vlad, ich habe keinen deutschen Übersetzer, könntest du mir schnell nur die, es ist nur ein 2-Stunden-Ding. Und ich habe gesagt, ja klar, ist aber simultan. Ich sage, ist ja egal, muss ich ja morgen auch machen. Und dann bin ich gesessen, ich schwöre es euch, die ersten 5 Minuten habe ich dieses Gerät in der Hand gehabt und habe gedacht, so, entweder schmeißt das Gerät aus dem Fenster oder ich springe aus dem Fenster. Es gibt halt keine deutsche Übersetzung. Und dann habe ich mich erinnert, da gibt es ja was. Man könnte sich ja ausdehnen.
man könnte ja Energie ziehen von Brandon, dass der jetzt vielleicht für die ersten 3 Minuten ein bisschen langsamer redet, auch von der Vladi. Und man könnte, ja, man könnte die Werkzeuge anwenden, ne? Aber 5 Minuten bin ich echt durch die Hölle gegangen. Und habe jede Art von Kraft und Power des Übersetzens, aber so, alle Wände hoch. Und siehe da, als ich die Werkzeuge angewandt habe, ist es gegangen wie am Schnürchen. Und am nächsten Tag dann im Brennen zu übersetzen, war gar keine Hexerei mehr. Und das waren dann meine ersten Aufnahmen, die dann automatisch, und dann hat schon Simone angefragt, die war ja auch dort natürlich, ob ich nicht den Getting Out of the Joyful übersetzen, und ich mach, wow, was ist denn da passiert? Echt jetzt? Und das war auch etwas, wonach ich Jahre gefragt habe. Ich glaube, nach 2 Jahren Access habe ich schon mal angefragt beim Translator-Team. Ich würde so gerne übersetzen. Und damals, so, entweder habe ich mich noch so gut versteckt vor dem Übersetzen, dass die gesagt haben, du bist kein Übersetzer, oder es war nicht die richtige Ansprechperson, oder was auch immer. Und warst du schon so gut in Englisch, oder? Ja, also ich habe vorher auch schon gut Englisch können. Ich hatte eine Freundin, also ich bin in der Schule schon den Leuten geholfen beim Englisch lernen. Dann hatte ich eine Freundin, die war aus England, die war jahrelang in Österreich und ist hergekommen, ohne dass sie ein Wort Deutsch konnte. Mhm. Mit der war ich wirklich viel zusammen. Und dann ist es ein bisschen, wie ich die nicht mehr so getroffen habe, war halt nur mehr im Urlaub und so. Aber Access ist ein Englischkurs. Also wer kein Englisch kann... Darauf wollte ich dich nämlich gerade hin ansprechen. Ja. Kannst du mir sagen, ja, dass sie sich über Kurse nicht drüber trauen, weil sie kein Englisch können? Was würdest du denen denn antworten, wenn sie sagen, sie würden gerne irgendeinen Kurs machen, aber der ist ja Englisch. Oder ein Buch lesen, aber das gibt es nur auf Englisch. Was würdest du denen antworten? Also erstens einmal würde ich ihnen sagen, ihr kriegt die Energie sowieso mit in dem Kurs. Es gibt nämlich eine Italienerin, die hat... Da gab es überhaupt keine Übersetzung und die hat jahrelang nur die Kurse in Englisch gemacht und die hat genauso Veränderungen gehabt wie die anderen, die Englisch verstanden haben. Ich kann mir jetzt nur den Namen nicht erinnern. Mhm. Und sonst einfach anfragen. Wenn ihr früh genug anfragt, dann werden jetzt, heutzutage wird ja das meiste eh übersetzt, also im deutschsprachigen Raum sowieso. Aber auch Telecalls eben, wenn zumindest 1-2 Personen sind, die übersetzt werden. Also ich habe fast täglich irgendeine Anfrage von der Betsy McLaughlin oder von der Sarah Watt. Hast du da Zeit? Hast du da Zeit? Ich glaube, das Wesentliche ist, dass man anfragt, oder? Das Wesentliche ist, dass man anfragt. Und anzufragen. Ja, weil es wäre jetzt zum Beispiel bei dem COB, wo du dabei warst, oder? Da wären in Australien, wo du online dabei warst, den haben sie abgesagt, 2 Wochen vorher für Live-Übersetzung. Weil die Leute einfach zu spät gesagt haben, sie möchten keine Live-Übersetzung oder zu spät überhaupt gewählt haben, dabei zu sein. Mhm. Da hätten viele gerne Übersetzen gehabt und die war geplant. Also wenn ihr irgendwo mal einen Access-Kurs machen wollt und ihr seht es noch nicht, dass deutsche Übersetzung gibt, ihr hört es, was ihr machen sollt von einer Übersetzerin, fragt es bitte rechtzeitig an, schickt es ein E-Mail hin, ihr könnt es auch auf Deutsch schicken, völlig egal, welche Sprache. Wenn ihr rechtzeitig anfragt, kommen dann so Leute wie die Margarete zum Zug und dürfen euch dann live begleiten durch irgendwelche Kurse. Ich würde aber gerne nochmal zu dem, welche Power vermeidest du zu sein, zurückkommen, Margarete. Ja, klar. Margarete, wir sind vorhin stecken geblieben, ein bisschen bei der Frage ist, ob es da sowas gibt, was die meisten Leute vermeiden, oder gibt es da irgendwas Allgemeines, was du so erlebst, oder was viele Leute vermeiden? Familie hast du vorher angesprochen. Gibt es sonst? Bitte? Familie hast du vorher angesprochen. Ja, viele vermeiden absolut über die Familie hinaus zu kreieren. Einfach zu schauen, wo man mehr sein oder anders sein kann. Man muss gar nicht mehr sein. Weil zum Beispiel selbst die Sicherheitsfachkraft, die ich damals am Schluss der Karriere in der Holding Graz war, war ein ähnlicher Beruf, wie mein Vater hatte. Also und das, was ich jetzt mache, das ist was, dass er überhaupt, also der glaubt ja, ich bin komplett, ne, er sagt es nur nicht mehr. Und sogar, dass er dann sagt, du kannst jetzt aufhören, uns dieses Fragending zu stellen, weil du bist ja da viel zu geschult drinnen, da kommen wir nicht mehr aus.
Aufhören, Fragen zu stellen. Ja. Okay, ja, aber ich rede halt, ich frage halt Fragen. Ne? Und deshalb, kannst du jetzt bitte aufhören, da und uns dauernd Fragen zu stellen? Sag ich, ihr müsst dann mal antworten. Ja, also die Familie ist oft so ein Stolperding. Oder die Kultur. Und das ist was, wo man oft gar nicht hinschaut. Du kommst ja auch ein bisschen herum mittlerweile mit Access. Wie ist denn das wirklich mit den Kulturen? Was ist dir da aufgefallen? Ja, überhaupt in Russland. Also im November war er in Russland. Es ist überall ein bisschen anders. Und das ist das Coole zu sehen, wenn man viel herumkommt. Das ist die Leute so, dass man denkt, das könnte man jetzt so und so machen. Und plötzlich denkt man, okay, bin in einer ganz anderen Kultur. Und glaubt mir, da lernt man von diesen anderen Kulturen, von den Hosts, von den Teilnehmern oft auch ganz tolle Dinge. Dass die, also und Eltern und Familie ist zum Beispiel in Russland auch ein Riesenthema. Deutschland und Österreich ist ähnlich, würde ich jetzt einmal sagen. Wo war denn dann? Jetzt bin ich dann mit der Vladica in Budapest. Ungarn, genau, da wäre schon Kurse gegeben. Ungarn ist unglaublich. Ungarn ist ganz früh auch mit so Ahnen, wo Ahnen ganz wichtig gemacht werden, so wie in Indien. Na, wenn man mal anfängt, seine Ahnen zu befragen, was man machen könnte oder sollte, das wird eher kontraproduktiv. Oder was wir gestern im Call gehabt haben, wenn man zum Beispiel jetzt die Astrologie. Wenn jemand sagt, ich bin geboren ich bin Sternzeichen Stier, Aszendent Skorpion. Dann haben die Leute mich immer angeschaut, ne? Du mit deinen Augen, Skorpion, du bist ja direkt, da muss man ja Angst haben. Ich so, hä? Und das ist auch eine Power, die man vermeidet, manchmal zu sein, dass Leute vor einem Angst haben. Die gibt es nämlich wirklich. Also wenn ihr als Facilitator oder nicht nur als Facilitator, als Menschen wirklich eure Power lebt, dann wird es Leute geben, die euch bekämpfen, die euch die Angst vor euch haben. Sehr belegt, gell? Ja, und das wird es geben. Und da müsst ihr durch. Es werden euch niemals alle lieb haben. Weil dann seid ihr nämlich, das habe ich nicht nur in Access gelernt, sondern dann vermeidet ihr absolut eure Power zu sein. Wenn ihr haben wollt, dass alle Leute euch lieb haben. Das wird es nie geben. Und es muss euch egal sein. Es gibt auch einen Satz, du musst bereit und willig sein, alles zu verlieren. Was nicht bedeutet, dass du alles verlieren wirst. Und alles ist das Gegenteil von was es erscheint zu sein. Und nichts ist das Gegenteil von was es erscheint zu sein. Allein den Satz, in der Früh 10-mal gesagt, oder interessante Ansicht, dass ich diese Ansicht habe. Nicht, dass der andere die Ansicht hat, dass ich sie habe. Ich würde jetzt gerne mal fragen, ob es in der Runde irgendjemanden gibt, der eine Geräte irgendeine Frage hat. Ich drehe dich 2 Stunden voll. Ich hatte schon meine Hand gehoben. Mhm. Sehr billig kriegt das nicht, ja, sonst hätte ich dir schon längst aufgerufen. Also du siehst... Nee, passt schon. Ich würde gerne was fragen. Wirklich zeigen, im Chat schreiben, aber Handheben geht mir nicht. Ach so, das geht nicht. Okay. Also, du hast ja vorhin über Conscious Source gesprochen. Was kann ich denn zum Beispiel machen, wenn ich den Kurs besuche? Also wie kann ich zum Beispiel auch den Kurs in meine Kreationen mit verwenden oder... Das kann ich alles. Wie kannst du das verwenden in deinem Business, meinst du? Ja, zum Beispiel. Automatisch, wenn du, so wie beim Basiskurs, wenn du einen Conscious Source, Conscious Wider Kurs besucht hast, dann bist du Conscious Source, Conscious Wider Practitioner und darfst die ganzen Sachen, die du, also es gibt ja da 70 Seiten Manual, dann darfst du auch diese Körperprozesse gegen Bezahlung, du darfst sie nur nicht lehren, außer du bist dem 3 Tage Körperfacilitator für diese 3-Stunden-Kurse. Dann darfst du sie lehren auch. Aber anwenden darfst du sie bei Menschen und bei Tieren. Und du kannst zum Beispiel an Stellen anfragen, ob jemand, ich würde nur nicht sagen, ich mache
Körperprozesse, obwohl ich auch schon Einzelsessions, fragt einfach, was leicht ist und was der andere hören kann. Also du darfst auf alle Fälle diese Sessions anbieten. Wenn du den Zweitage-Kurs gemacht hast. Es gibt ja einen Intro-Kurs, einen Eintageskurs und einen Zweitageskurs. Und beim Zweitages-Conscious-Wider-Kurs gibt es eben das Manual auch. Ja, weil es gibt ja immer so Zeichen, die dich auf irgendwas hindeuten und so. Und es sind immer Pferde, immer Pferde. Also ich gehe automatisch auch irgendwie, obwohl ich mich überhaupt nicht auskenne, wenn ich zum Beispiel in einer Stadt bin oder so, dann bin ich direkt bei Pferden. Es ist echt lustig. Also als BPF, also Body Process Facilitator, kann ich dann auch diese Prozesse lehren, oder? Wenn du Body Process Facilitator bist, dann sind die Kurse, die auf unserem Ning drauf sind, alle lehren. Nicht alle, die in diesem Manual drinnen sind, weil das ist zum Beispiel eins drinnen, das ist hauptsächlich für Pferde, das kannst du halt anwenden. Aber lehren dürfen wir auch, also den darf ich auch nicht lehren, sondern nur im Conscious Horse, Conscious Rider Kurs den Leuten weitergeben. Cool. Margarete, magst du nochmal genau sagen, was die Voraussetzungen sind für den Conscious Horse, Conscious Rider oder um das anzuwenden? Es gibt übrigens nur 8 auf der ganzen Welt, 8 Conscious Horse Facilitator. Ja, aber was ist, um an einem teilnehmen zu können? Was ist da? Ja. Und um teilnehmen zu können, gibt es nämlich 0 Voraussetzungen. Nicht einmal Bas. Nicht einmal Bas. Wie geht's Leuten, und du wirst ja das schon gehabt haben, die irgendwie vor Pferden Respekt haben, Abstand halten wollen, etc. Du hast ja die, glaube ich, auch schon im Kurs gehabt. Wie geht's denn mit denen? Sensationell. Also natürlich, es wird niemand gezwungen, sich auf ein Pferd zu setzen oder sich, es gibt da so eine Vertrauensübung, wo man sich dann hinlegen kann oder auch launchieren. Es kommt immer darauf an, wie die Gruppe ist. Aber es muss niemand. Also wir haben auch schon Leute gehabt, die gesagt haben, komm mal, ich möchte mich nur drüber legen, so über den Rücken mit dem Bauch. Völlig okay. Katharina, die das darf ich auch sagen, das weiß ich, die ja da jetzt gerade ist, hat heuer im Jänner, eben vorher schon Körperkurse mit Pferden gegeben, nachdem ich in Houston war. Auch wenn ihr Basaustausche macht, macht es mit Pferden. Also ihr werdet sehen, was die Pferde euch wirklich zeigen und was die mithelfen zu heilen. Und was die Pferde auch für Veränderungen werden. Also die werden auch natürlich anders. So, jetzt habe ich es wieder vergessen. Das passiert euch übrigens, wenn es mehr Access macht. Mitten im Satz nicht mehr wissen, was sagen wolltet. Aber es werden einige von... war schon die Katharina was. Die Katharina war im Jänner, glaube ich, im Jänner oder im Februar das erste Mal bei einem Kurs dabei mit Pferden. Und sie ist gestanden an der Koppel und die 10 Minuten. Wirklich, also Schnappatmung, bis ich dann hinterkomme. Möchtest du rein? Also ich hätte nicht gesagt, geh jetzt rein. Das ist da komplett. Also wir sind jetzt da nicht nur, wenn wir Facilitator sind, die Superheroes und gehen in eine Box rein, wenn sie es nicht gut anspürt. Das hat Geri und Susi damals im Facilitator-Kurs extra gesagt. Ihr seid keine Helden. Dann geht es in die Box nicht rein. Dann spürt sie es gerade nicht gut an. Und dann bin ich mit ihr gegangen, sie die Hände hier auf meinen Rücken, auf meiner Schulter und schon langsam, dann habe ich gesagt, weiteratmen wäre sehr zu empfehlen, bitte. bitte weiteratmen. Und wenn Katharina Neier, wenn ihr auf ihrem Facebook-Profil schaut, was sie nachher alles mit Pferden gemacht hat, die Leute, wenn sie beim Kurs dabei ist, sagen, oh mein Gott, sie dreht sich am Pferd um, sie geht nur mit dem Stallhalfter und also völlig anders. Die Christa war gerade so lieb und hat für dir Infos in den Zoom-Gruppenchat geschrieben. Wenn ihr Interesse habt an ein paar Details von der Margarete, findet ihr hier ein paar Links. Die werden natürlich nachher in der Aufzeichnung auch dazu gesetzt werden. Einmal das öffentliche Profil von der Margarete auf der Access Homepage, damit ihr seht, was für Kurse sie anbietet, und einen YouTube-Kanal von der Margarete und auch ihre Facebook-Seite. Die Christa ist völlig zusammengebrochen. Sie hat gesagt, kannst du mir, was wolltest du mir nicht deinen Link schicken und so.
Margarete, kannst du bitte 3 schicken, die du wirklich haben möchtest? Ich möchte jetzt mal einfach Danke sagen. Gerne, Katharina. Danke, danke. Gibt es Fragen von eurer Seite an die Margarete? Ansonsten würde ich gerne mal anfragen, ein anderes Thema. Ja. Du hast ja jetzt viel über Pferde geredet, aber es ist ja nicht dein einziges Spezialgebiet. Du hast vorhin schon erwähnt, du arbeitest auch schon länger mit Wesenheiten, mit Entitäten. Magst du uns da ein bisschen was dazu erzählen? Ja, das mit den Wesenheiten, da gibt es echt lustige. In London hatte ich einmal, also Wesenheiten, das ist alles, was eine physische Form hat und alles, was eine Definition hat. Also ob das jetzt ein Engel ist, ob das, und auch Engel sind nicht zu verdammen, weil einige Leute dann gehört nachher, vielleicht hast du das auch schon mal gehabt, Stefan, dass jemand gesagt hat, ein Engel darf ich auch wieder verwenden? Ja, warum nicht? Wenn du sie nicht größer machst als dich, das ist immer das, die Power bist du. Du bist die Quelle, du bist die Power und du bist die Macht. Und nicht als jetzt über jemanden drüber Macht und Power zu haben, sondern wenn du nicht die Power und die Quelle und die Kraft bist, dann wird irgendwer anders wird das für dich übernehmen. Und es könnte auch eine Wesenheit sein. Und ja, das war so. Dann habe ich den Dr. die Entity Facilitator habe ich ziemlich gleich gemacht wie den Certified Facilitator. Bist du dort hingekommen? Bitte? Wie bist du zu Dr. die Entities, sprich mit den Entitäten überhaupt gekommen? Ich meine, ist... Für viele Leute ist es mittlerweile heute ganz normal. Ja. Sie sprechen mit irgendwelchen Wesenheiten, sie sehen... Mit dem Auto. Ich spreche mit meinem Auto immer, wenn ich fahre. Das verbraucht weniger Benzin. Das fährt geschmeidiger. Das hat bei... Es hat jetzt knapp... Also hat 200.000 Kilometer oben mein Auto jetzt. Es hat einmal habe ich die Bremsen gewechselt. Ein einziges Mal. Ich meine, ich fahre schon viel Autobahn. Aber ein einziges Mal, der Mechaniker sagt immer, Margarete, also das haben wir überhaupt noch nie gehabt. Einfach weil ich meinem Auto dankbar bin. Das ist auch eine Wesenheit. Ich streichle es. Putzt gehört jetzt wieder mal. Das habe ich ihm versprochen. Das kommt jetzt demnächst dran. Aber das ist wirklich, ihr müsst mit allem und jedem sprechen. Und was wichtig ist, Wesenheiten sind nicht die, wenn jetzt zum Beispiel jetzt wir von einem Geist reden, in Anführungszeichen, wenn jemand gestorben ist, also ein Körper gestorben ist, dann sind die nicht erleuchtet. Die sind gleich blöd wie vorher. Oder gleich gescheit. Oder gleiche Arschlöcher. Oder wollen euch segieren. Oder was auch immer. Die sind nicht erleuchtet. Und bist du bei diesen ganzen Wesenheiten-Thema gelandet? Du hast gesagt, du bist kurz nachdem du bei den Bars gelandet bist, schon dort gewesen. Aber wie kam es dorthin? Nein. Es war so, war CF werden war sicher. Okay. Ja. Und Dr. die Entity war dann so, naja, da habe ich gerade den Job, war ich gerade den Job los. Und dann war so, da so bekannt war ich noch nicht. Also ich war nicht zudeckt mit Kursen, so wie es jetzt ja schönerweise ist, dass ich wirklich viele, also dass ich bis nächstes Jahr im Mai schon Kurse eintragen habe. Und dann fragt die Brigitte, war das damals, sagt, du, in Kopenhagen wäre Dr. die Entity Facilitator. Ich sage, was ist denn das? Und ich sage, ja, was ist mit den Wesenheiten sprechen? Ich sage, das muss man das jetzt wirklich lernen. Ich sage, ja, flieg mit. Also ich immer Leute, war ja schon einmal? Na, damals in Kopenhagen, das war der allerletzte Kurs, den die Shannon gegeben hat, wo 10 Tage am Stück waren. Nein, aber muss man das jetzt schon lernen, weil du das gesagt hast, frage ich einfach, war das für dich schon so eine normale Geschichte oder war das so abgehoben anders, dass du gedacht hast, was soll ich dort? Ach so, Mann. Wie hat man das dann durchgelesen und haben mir gedacht, ach, eigentlich, wisst ihr, was ich wirklich gedacht habe damals? Naja, Geld habe ich, Zeit habe ich, sonst wird es mal wieder fad. Deswegen bin ich hingeflogen. Das haben wir gedacht, ach, wir machen uns ein paar Tage, einen schönen Tag mit der Shannon, mit der Brigitte. Und damals waren, ich glaube, 23 Talk to the Entity Facilitator waren wir dann. Und für mich war wirklich, also das Business wirklich zum Laufen angefangen hat mit diesen Talk to the Entity Kursen. Und ja, was macht man bei Talk to the Entities? Was du dort machst? Was lebst du dort mit den Sachen? Erzähl uns ein bisschen was drüber.
Also wir schauen einfach einmal darauf hin, ob ihr zum Beispiel, so wie wir es im Foundation da haben, ob ihr irgendwo, das ist natürlich, also das ist jetzt ein kurzer Auszug, ob jemand Vorbesitzer hat, ob welche Wesenheiten da sind, dass man mit Häusern, du hast ja ein Häuser gelernt, habe ich heute irgendwo gehört, Kurs am Samstag, ne? Mhm. Wie man mit den Häusern sprechen kann, zum Beispiel jetzt, was dich behindern kann an Verstrickungen mit Entitäten, welche Dämönchen, die nie größer sind wie du, nie. Und das ist die Power und die Macht. Ich glaube, das hat mit dem Entitätenkurs damals angefangen, mit dem Facilitator. Ja, kommt schon hin. So zu sehen, hey, da ist ja ganz was anderes möglich mit diesen Wesenheiten. Zu schauen, dann gibt's auch, wir schauen uns dann an in den 2 Tagen eine Teamübung, dass du Entitäten wirklich fragen kannst, ob sie dir Menschen mit Geld bringen können, mit Körper und Geld. Dass wir, was haben wir denn alles in dem Kurs? Dass wir, das sind so die Dinge, die du erlebt hast mit den Menschen, wo du die Kurse gegeben hast. Das ist eine, es waren auch viele Schreck, also in Russland überhaupt, da war der Intro, der hat 3 Stunden gedauert und der dauerte normalerweise 2. Ich meine, ich schaue meistens nicht auf die Uhr, außer es geht der Flieger. Es war mit Dämonen, das war ein Wahnsinn. Was wir dort im ersten Abend, in dem Intro an Dämonen geklärt haben, unglaublich. Das war sensationell. Und eine lustige Begebenheit war in London. Da ist ein Mann gewesen, der hat während dem Kurs plötzlich, macht er so und bleibt so und probiert immer ganz krampfhaft den Kopf zu heben und ich sage beim dritten Mal, was ist denn mit dir? Für die, die das Audio nachher hören, möchte ich sagen, die Margarete hat jetzt den Kopf nach hinten geworfen und einfach auf die Decke gestarrt. Ja, und der konnte den Kopf wirklich nicht mehr gerade richten. Also mit viel Anstrengung und dann, also wie beim Exorzisten, wirklich, das hat so witzig ausgeschaut, ist der Kopf wieder nach hinten. Und dann sage ich zu ihm, ich kann den Kopf nicht aufrichten. Und ich schaue ihn dann an und sage, okay, dann komme ich. Ne? Und dann habe ich mich so über ihn gestellt, habe ihn in die Augen geschaut. Und das ist wichtig, wenn man so Wesenheiten klärt, dass man, wir reden dann nicht mit der Person, sondern wir reden mit der Wesenheit, die wir wegklären können, wollen, dürfen. Und dann habe ich halt unser Statement gemacht. Das hat dauert vielleicht 2 Minuten. Dann sitzt er da, Kopf. Also man sieht dann auch an den Augen, der war also völlig so wie schwindelig. Und dann sagt er, wow, was war das jetzt? Ich sage, da haben wir wen weggeschickt. Das ist geil. Wahnsinn, sehr völlig anderes Körpergefühl. Also gibt's, da kann man schon einiges erleben mit den Wesenheiten. Und das kann man bei dir auch lernen. Ja. Ja. Ich frage noch mal an die Runde, gibt es Fragen an die Margarete? Ich friss niemanden, echt nicht. Margot, vielleicht. Und ich meine, ihr könnt es mir auch gerne natürlich schreiben oder in der Gruppe. Wir haben ja dort alle in der Gruppe, die Tanja, glaube ich, gegründet hat. Tanja Barth in der, wie heißt die jetzt? Am Anfang war es ja für Bewusstsein einfach und leicht. Bewusstsein einfach und leicht. Da kommen dann ja auch noch andere CFs, die sich vorstellen. Und heißt, haben sich schon einige vorgestellt. Margarete, zum Abschluss wollte ich dich noch fragen, du hast ja noch so ein Spezialthema, über das du auch schon geredet hast, ein bisschen nämlich die Körper, im Sinn von Körperprozessen bei dir. Mhm. Du möchtest zum 3-Tage Körperkurs-Facilitatorin werden, musst dafür, glaube ich, noch ein bisschen was tun. Ja, ich muss noch ein paar Körperkurse geben, weil die sind mir leider komischerweise auf der Access-Seite irgendwo verschwunden und Access kann sie nicht wiederherstellen. Und was verbindest du so mit Körpern und dem Körperprozessen? Was ist das Besondere an den Access-Körperprozessen für dich? Das Besondere an den Access-Körperprozessen für mich ist einfach, dass man wirklich einfach seine Hände auflegt und es verändert tatsächlich was. Also Gary, glaube ich, hat einmal gesagt, was er mit diesen Körperprozessen haben wollte, ist, dass viele, viele Menschen, die waren früher mal im
COB drinnen, dass viel mehr Menschen, er hätte gern mindestens 103 Tage Körperfazilität im nächsten Jahr, hat mir die Vladica erzählt. Und dass, wenn einmal irgendwas wäre, zum Beispiel, würdet ihr euch dann auf eure Hände verlassen, wenn zum Beispiel kein Strom, kein Wasser, kein Handy, kein Internet, kein Nix. Wer würde dann nicht sofort sagen, ach, jetzt funktioniert es aber. Und das ist das Ding, wo Gary uns ermächtigen möchte, diese Körperprozesse wirklich immer wieder anzuwenden. Und das darf ich, glaube ich, auch so sicher sagen, also Katharina, also Beine verändern sich zum Beispiel. Umso mehr Körperprozesse, ne, von einer O-Form, die sind wirklich gerade, fast gerade. Das ist unglaublich. Nur Katharina, die Beine haben sich verändert, ja, meinst du? Ja, total. Also die sind fast gerade. Ich hatte so Hüft an den Oberschenkeln, das ist aber nur, und wenn man nicht dran denkt, verändert sich sowas. Also jetzt nicht nur die Schönheit. Ich bin dahin, ich habe da keine Erwartungen gehabt. Genau. Der erste Kurs war in Romanshorn und ich kann nur sagen, ich bin heim und mir ist das gar nicht gleich aufgefallen, nach ein paar Tagen, aber ich dachte, ich glaube, ich spinne, wenn ich ins Spiel geschaut habe. Und ich habe jetzt immer weiter und weiter gemacht, nur die Conscious House, Conscious Weiter Kurse sind unbeschreiblich und die Beine sind immer kontinuierlich irgendwie gerader geworden. Ja. Mehr kann ich jetzt nicht sagen, danke, tschüss. Ich habe eine spannende Frage im Chat bekommen und weil wir kurz vorm Ende sind, würde ich die gerne noch unterbringen. Ja. Die Frage, die noch gekommen ist, ist, kannst du was dazu sagen, wenn man dahin kommt, dass man nicht von allen gemocht werden will? Eine sehr spannende Frage. Das ist eine spannende Frage, ja. Wenn du von allen gemocht werden willst, kannst du dann jemals deine Kraft, deine Macht, deine Power sein oder musst du dich verstellen? Kannst du selbst sein? Und wie viele Menschen aus meinem Leben verschwunden sind? Und wie viele, ich würde euch alle hier nicht kennengelernt haben, wenn ich drauf, und auch, glaubt es mir, auch nicht alle Leute in Access mögen mich. Gibt es irgendwas, was du gemacht hast, um dorthin zu kommen? Ja, die Leute in der Realität würden sagen, du bist so kalt. Also es tangiert mich nicht mehr. Das ist das mich selbst mögen. Was ist das Ergebnis und wie bist du hingekommen? Naja, das war schon eine, ich würde es jetzt unter Anführungszeichen Arbeit nennen. Einfach wirklich interessante Ansicht, dass ich diese Ansicht habe, dass mich alle mögen sollten. Also das Tool der interessanten Ansicht hast du verwendet. Also das und zurück zum Absender. Mhm. Also wirklich die Grund-Ur-Tools, die kleinen, wo man glaubt, das sind die kleinen. Und alles ist das Gegenteil von was es erscheint zu sein und nichts ist das Gegenteil von was es erscheint zu sein. Für die, die das auch, nicht kennen, wo lernt man das? Man lernt vieles davon schon im Basiskurs, im Foundation und die Fragen sind auch im Talk to the Entity, im Conscious Source, Conscious Weiter oder in Bodykursen. Ein Basiskurs. Eigentlich überall drinnen, ja, diese Fragen. Aber es ist nicht so. So cool, weil es hat auch meine Tochter schon zu mir gesagt, ich hasse dich. Jo, ist auch normal, oder? Ist Familie. Also ja, die sind doch 12, oder? 12, ja, nur die ist halt so, der nächste Jahr wird sie 13, nur die ist halt seitdem sie 5 Jahre alt war, also die kennt kaum ein Leben ohne Access und das ist manchmal nicht so, wie soll ich sagen, es ist manchmal spannend, sagen wir so. Weil die kommt ja mit den gleichen Werkzeugen wie ich und sagt, na sehr interessant, ne? Aber halt, sag ich, hörst jetzt auf, mich zu manipulieren? So, du sagst ja immer, man soll manipulieren. Das ist dann schon spannend. Ja, das ist super, wenn die Kinder gleich mitmachen können. Ja, deine sind noch kleiner geworden, ne? 12, wenn man alle Kinder langsam in die Pubertät und deine Tochter ist schon ein ganzes Stück weiter, weil die hat schon alle Werkzeuge, die sie braucht. Ja. Einerseits lustig, aber manchmal auch nicht so komfortabel. Ja, und das ist vielleicht auch was. Genau, das ist auch ein Werkzeug, Angelika, das ich dazu verwendet habe. Was, wenn unkomfortabel mein neuer bester Freund wäre? Dass mich nicht mehr alle mögen. Wirklich auch unkomfortabel sein zu können
und das lieb zu haben, das ist unkomfortabel. Eine wunderbare Frage zum Abschluss. Liebe Margarete, als der Du des heutigen Tages darf ich mich herzlich bedanken, dass du mich eingeladen hast dazu, weil wir sind am Ende. Gibt es von irgendjemandem? Ich sage herzlichen Dank, Stefan, dass du das so gut, dass du mir die Fragen so gut gestellt hast, dass ich nicht die Hälfte vergiss. War echt cool. Das darf ich noch ankündigen, nächste Woche haben wir einen Schweizer CF da, die Katharina Ania Mies ist da und interviewen wir die Fatma Albrecht. Ah, cool. Ich danke dir, Christoph, danke, dass du das geleitet hast. Ja. Ja, sehr gerne. Danke. Danke mal euch allen fürs Dabeisein, fürs Fragen reinstellen, fürs überhaupt, fürs Interviewen, fürs Vorbereiten, Christa, mir erinnern, dass du noch ein paar Links brauchst. Und ja. Ja, dann bedanke ich mich auch an alle, die jetzt dabei waren. Ihr wisst, in der Gruppe. Genau, und in der Zukunft noch das noch hören. Und in der Gruppe Bewusstsein einfach und leicht findet ihr dann auch noch einmal die Aufnahme, wenn ihr es nachhören wollt oder noch einmal anhören wollt. Ja, dann bleibt mir auch nur zu sagen, super, danke vielmals für diese spannende 5. Episode. Und der Stefan war schon so nett und hat für nächste Woche alles angekündigt. Also ihr findet dann einfach wieder alle Infos in der Gruppe Bewusstsein, einfach und leicht. Vielen, vielen Dank. Danke sehr. Und noch einen wundervollen Abend zu euch. Ja, auch. Alles Liebe. Dankeschön. Danke euch zwei. Danke euch. Danke dir. Danke, ja. Stefan. Dankeschön. Okay. Okay, ciao, ciao. Tschüss.